Der Lebenszyklus der Biene. Das ist ein Bienenstock, er dient als Nisthöhle. Da kommt die Königin geflogen. Die Königin des Bienenvolkes ist für die Vermehrung zuständig. Wir schauen uns nun den Bienenstock genauer an. Im Bienenstock gibt es viele Waben. Die Königin legt viele Eier. In jede Zelle des Wabenhauses legt sie ein Ei. Wie geht es weiter mit dem Ei? Ein paar Tage später schlüpft aus dem Ei eine Larve. Die großen Bienen füttern die Bienenkinder mit viel Honig und Blütenstaub. Nach 8 Tagen wird die Wabe mit einem Wachsdeckel verschlossen. Jetzt spinnt sie sich zu einer Puppe ein. In dieser Warmhülle wächst die Biene heran. Ein paar Tage später ist aus der Puppe eine richtige Biene geworden. In ihrer Zelle wird es ihr zu eng. Sie beißt die Tür ihrer Zelle auf und krabbelt hinaus. Nun ist sie stark genug, um hinaus auf eine Wiese zu fliegen. Das war der Lebenszyklus der Biene.